Ist das nicht toll? Diesen kleinen Teppich, zum Beispiel für das Schwenkbad, haben wir geschenkt bekommen von jemandem für unseren Van, den wir in rund 2 Monaten endlich ausgeliefert bekommen werden, den Atria Twin der Baureihe Supreme. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo auf meinem Kanal Wohnvan. Lohnt sich der Umstieg auf das neue 2021er Modell, welches ab jetzt tatsächlich bestellbar ist, und welches man sogar umordern kann, wenn man sich das 2020er Modell bestellt hat? Funktioniert das wirklich? Und was kostet überhaupt ein gut ausgestatteter Atria-Van? Ein Tabuthema, über das keiner spricht? Ich sage, wir reden drüber, wenn auch nur kurz. Außerdem möchte ich in diesem Video kurz darauf eingehen, warum ich eigentlich mein Wohnmobil verkauft hatte. Und ich hatte mich eigentlich sogar für den 640 Summit entschieden von Pössl, fand dann den Atria aber doch besser. Außerdem habe ich einen fast 92-jährigen alten Herrn kennengelernt, der sich noch einen Kastenwagen kauft, ein Pössl, und der mir persönlich bei der Farbwahl geholfen hat für meinen Atria Twin. Ich konnte mich zum Beispiel nicht entscheiden zwischen den Farben Lagoblau und Eisengrau. Ja, was gibt es zum Bestellumstieg auf das 2021er Modell zu sagen? Das Atria-Werk Slowenien, wo die ganzen Quellinformationen herkommen, schweigt bislang immer noch. Im Frühling wird eine Pressekonferenz stattfinden in diesem Werk und dann erst und erst dann werden die Neuerungen und auch die Preise für das neue 2021er Modell bekannt gegeben. Laut Fachhändlern, die Atrias verkaufen und laut Gesprächen auf Messen, die ich besucht habe, habe ich heraushören können, dass mit einer Preiserhöhung von rund 3.000 Euro zu rechnen ist. Andere sagen hingegen, eine Preiserhöhung von nur rund 1,5% würde stattfinden. Da der Basispreis für den Atria Twin Supreme 640 SGX bei etwa 50.000 Euro liegt, wären 1,5% ja nur 750 Euro mehr. Ich persönlich glaube, der Händler, wo ich auch bestellt habe, und auch die Fachmitarbeiter auf Messen haben recht, dass man mit etwa 3.000 Euro Aufpreis rechnen muss, wenn man sich das 2021er Modell bestellen möchte. Wie funktioniert das überhaupt? Tatsächlich ist es so, dass viele sagen, dass man bis zu 2 Monate nach der Bestellung bei einem Händler noch umbestellen kann. Andere sagen, dass man bis zum Produktionsbeginn noch umbestellen kann. Produktionsbeginn ist rund 6 Wochen vor Auslieferung. In meinem Fall, ich habe im Dezember bestellt, 2019, und im Mai 2020 würde ich ausgeliefert bekommen. Ich bin gerade so in der Phase, wo ich tatsächlich meinen Händler nerven kann. Ich möchte vielleicht doch auf das 2021er Modell gehen. Und haltet euch fest, nach sehr reifer und langer Überlegung, ich mache es nicht. Aus gleich 2 Gründen. Erstens, ich weiß gar nicht, welche Änderungen überhaupt stattfinden und habe herausgehört, dass ich so viel nicht ändern kann. Ich kann mich aber auch täuschen, aber der 2. Grund ist, nochmal mehr Geld ausgeben und nochmal rund ein halbes Jahr länger warten, denn das 2021er Modell wird frühestens ab Oktober 2020 ausgeliefert. Nein, ich möchte in diesem Sommer 2020 den Van bereits nutzen und gehe das Risiko ein, bei dem 2020er Modell zu bleiben. Damals hat Dirk Kunze, der auch einen YouTube-Kanal betreibt, sich das Modell 2019 bestellt und hat dann umordern können auf das Modell 2020, weil er unbedingt Rahmenfenster haben wollte. Das 2019er hatte das ja noch nicht. Nun, was kann wirklich anders sein bei dem 2021er Modell? Rahmenfenster vielleicht auch noch hinten im Heckbereich und innen einige Designveränderungen. Aber viel mehr kann es einfach nicht geben, denn der Atria Twin der Baureihe Supreme ist bereits so gut gebaut, dass man kaum noch was abändern könnte. Ja, wo bin ich? Natürlich, beim Händler. Nur gucken, mehr nicht. Bestellt habe ich ja schon. Ja, dieses wunderschöne teilintegrierte Wohnmobil auf Citroën Jumper Chassis vom italienischen Aufbauhersteller Giotti Line habe ich mir nagelneu Ende 2017 gegönnt. Der Grund, warum ich dieses Fahrzeug verkauft habe, ist für mich kein Geheimnis und ich mache es öffentlich. 2018 ist meine Frau gestorben. 17 Jahre zusammen gewesen, 15 Jahre verheiratet. Und dieses wunderschöne Wohnmobil habe ich eigentlich nur dafür verwendet, auf einem sehr großen Krankenhausgelände zu campen, unterhalb der Intensivstation,
Und nach dem Tod wollte ich die Erinnerung daran einfach nicht mehr haben und das Wohnmobil kam deswegen weg. Mir war aber klar, etwas Neues würde irgendwann kommen. Jetzt ist es soweit. Knapp 2 Jahre später kommt ein Kastenwagen. Verkauft. Verkauft. Da fährt er dahin. Das letzte Mal sehe ich ihn, weg ist er. Verkauft. Kurz bevor ich mich für den Adria Twin Supreme 640 SGX entschieden hatte, habe ich mit diesem Pössl Summit 640 geliebäugelt. Er stand fertig auf dem Hof eines Händlers, ohne Wartezeit. Aber ich habe ihn dann doch nicht genommen. Ja, wir befinden uns hier im sogenannten Verhandlungsgegenstand. Das hier ist das Fahrzeug meines Wunsches und auch das von Nora. Aufgrund der Ausstattung, wie zum Beispiel Schwenkbad, das hier Toilette und Dusche getrennt in einem Raum mit einer Wand trennbar ist. Und Details wie Einzelbetten, alles umbaubar, dass man hier auch einen Transporter draus bauen kann aus diesem Fahrzeug. Und die Küche zum Beispiel mit eingelassener Spüle. Und alle Details, die dieses Fahrzeug hat, was uns sehr gut gefällt, vor allem auch der Platz aufgrund der 6,40 Meter Fahrzeuglänge. Jetzt geht es darum, wird ein Fahrzeug neu bestellt, das 2020er Modell. Das hat dann hier oben noch einen Skyroof. Hier oben ist dann noch ein Fenster eingelassen und hat einige andere Details, die dieses Fahrzeug nicht hat. Oder nimmt man dieses Fahrzeug zu einem wesentlich günstigeren Preis, hat es sofort, muss nicht warten auf Lieferzeiten, hat aber das 2019er Modell. Und jetzt geht es halt darum, nächste Woche ist Termin mit dem anderen Chef nochmal hier, was man da machen kann. Ich möchte eine drastische Preissenkung haben. Der Händler ist ja auch froh, wenn er dieses Jahr noch ein Fahrzeug los wird. Ich gehe auch nicht über mein Budget und es war schwierig genug, so viel zu sparen. Und jetzt muss ich nochmal in mich gehen, überlegen hier in diesem Fahrzeug, was ich mache. Warten, neu bestellen, das dauert lange, bis es ausgeliefert wird. Oder dieses Angebot hier wahrnehmen. Und das wird sehr schwierig, also werde ich nochmals hier verweilen in diesem Fahrzeug für mich alleine und ganz viel überlegen. Ich habe den Pössl dann doch verworfen und mich stattdessen in den Adria Twin Supreme verliebt, der es dann auch bei der Bestellung geworden ist. Bei dieser ganzen Suche nach einem geeigneten Kastenwagen habe ich, wie gesagt, einen fast 92 Jahre alten Herren kennengelernt, der sich in seinem Alter tatsächlich noch einen Kastenwagen gekauft hat und auch mir bei der Farbwahl zwischen Lagoblau oder Eisengrau geholfen hat. Doch seht selbst, ich habe diesem alten Herren versprochen, diese Szene doch zu veröffentlichen. Ich danke Ihnen. Und hier ist ein sehr netter Herr, den ich hier, ein sehr netter Herr, den ich hier kennengelernt habe. Wir unterhalten uns doch kurz zu Ende, aber das muss noch aufs Video, ja natürlich. Okay. Warum ich mich vielleicht entscheide, hängt sicherlich mit meinem Alter zusammen. Ich werde in 5 Wochen 92 Jahre alt. Oh, da haben Sie aber einen sehr guten Geschmack mit 92 Jahren, dass Sie Eisengrau gut finden. Ja, vielleicht gerade deswegen. Und dann wollen Sie heute noch so einen Kastenwagen kaufen? Ich mache jeden, aber natürlich. Mit 92 Jahren nochmal. Sehe ich vielleicht alt aus. So, hier haben wir nochmal den direkten Vergleich. Eisengrau Metallic und Laguoblau Metallic. Warum finden Sie welche Farbe besser? Ich kann nicht sagen, besser. Sondern ich will ja auch so einen Wagen kaufen. Ja. Und ich habe mich entschieden für dieses Blau. Ja. Weil, und nicht Laguoblau. Wenn da mal eine Schramme reinkommt. Ja. Dann ist das meines Erachtens für das Auge nicht so zu sehen. Ja. Während hier jeder Fleck auf dem hellen Untergrund ja zu sehen ist. Und außerdem soll Laguoblau auch eine Babyfarbe sein, sagen Kritiker, und kitschig aussehen. Obwohl ich die Farbe sehr schön finde. Ich hätte gerne Laguoblau genommen, aber es ist halt auch kritisch gesehen. Eine riskante, gewagte Farbe, während Eisengrau seriös aussehen soll. Aber es ist halt dunkel, was ich nicht so schön finde. Da muss ich sagen, das ist eigentlich da Geschmackssache, kann man sich nicht überstreiten. Ne? Ja. Aber Sie haben mir sehr geholfen, dass Sie sagen, Eisengrau würde ich nehmen. Das ja, ist für mich die Farbe. Ja, damit haben Sie mich, glaube ich, sogar echt ein bisschen überzeugt, dass ich von der Laguoblau wieder ein bisschen abgehe. Nun muss ich Ihnen etwas sagen.
Kommen wir nun zum letzten Teil in diesem Video. Was kostet ein gut ausgestatteter Atria-Kastenwagen und welcher Preisnachlass ist drin bei einem Händler, nicht nur auf Messen? Über dieses Tabuthema spreche ich öffentlich, denn die Preise sind alle im Internet einsehbar. Wir schauen uns jetzt kurz die aktuelle Preisliste 2020 an, die Preisentwicklung, die erwartet ist für 2021 und vergleichen das mit der Preisliste 2019, schauen uns an, welche Zusatzausstattung den Van teuer machen und welchen Preisnachlass man, wie gesagt, heraushandeln kann. So, hier habe ich mal die Preise 2019 und 2020. Wenn wir jetzt reinschauen, 2019 hat der SGX, den ich mir bestellt habe, noch rund 46.000 Euro gekostet, nackt, ohne Ausstattung. Im Jahre 2020 hat sich dieser Preis bereits erhöht bei dem SGX-Modell auf rund 50.000 Euro. Woran das liegt, schauen wir uns im Detail an. Nun ist es so, dass man beim Atria Twin eigentlich immer das sogenannte Kit Deluxe Paket braucht. Das beinhaltet wirklich eine ganze Menge an Positionen, die den Van in seiner Grundausstattung erst zu einem Van machen. Und 2019 war dieses Kit Deluxe Programm, Paket, nicht Programm, aus wesentlich weniger Positionen bestehend als wie 2020. Kit Deluxe kostet ungefähr 3.000 Euro und ist eigentlich wirklich ein Muss. Aber schauen wir nun konkret meine eigene Bestellung an, die ich euch gerne präsentieren möchte. Ich habe mich dazu entschlossen, 160 PS auf Heavy Maxi Fahrwerk zu nehmen. Das kostet 3.000 Euro Aufpreis und ist zwingend notwendig für das Automatikgetriebe, was ich auch dazu genommen habe. Hier sehen wir zunächst Kit Deluxe für 3.000 Euro, was wirklich eine Menge beinhaltet, was man einfach benötigt. Dazu habe ich mich entschlossen, die Polestar Backstar zu nehmen für nur 130 Euro Aufpreis. Die LED-Tagverleuchten für rund 400 Euro. Hier ist das Automatikgetriebe zu sehen, das kostet fast 3.000 Euro Aufpreis. Und der Getränkehalter vorne im Chassis ist ohne Aufpreis, statt einem zentralen Staufach. Eine zweite Wohnraumbatterie für 300 Euro habe ich genommen. Die ISO-Kindersitzbefestigung nur 140 Euro, die ist auch ganz sinnvoll. Die Stoßfängerecken wollte ich lackiert haben für 400 Euro. Ich habe eine elektrische Schiebetür, die kostet 600 Euro. Naja, dann habe ich Solar 100 Watt. Das wird noch geändert auf insgesamt 240 Watt. Dann erhöht sich hier vielleicht der Preis noch. 650 Euro. Die Markise hier mit einem Preisnachlass von 799 Euro ist übrigens nicht der Preisnachlass, den ich letztendlich herausgehandelt habe. Statt 1300, also 500. Der gesamte Preisnachlass kommt erst später. Ich habe mich dazu entschlossen, die Farbe Eisengrau zu nehmen. Kostet einen Aufpreis von 560 Euro. Ich habe einen EU-Spoilerschutz vorne unter dem Fiat Ducato. Kostet 324 Euro plus die Montage von 170 Euro. Ich habe in dem Fahrerhaus Klimaautomatik statt Klimamanuell. Kostet 400 Euro Aufpreis. Und ich habe eine TFT-Halterung für 200 Euro, wo ich mir selber einen Bildschirm 22 Zoll montieren werde. Da komme ich auf eine Summe von fast 13.500 Euro nur für die Zusatzausstattung. Und hier ist der Nachlass von 800 Euro nur auf die Markise. Das ist mir natürlich viel zu wenig, das geht gar nicht. Da musste man natürlich noch weiter handeln. So, das 2020er Modell kostet in meinem Fall 50.000 Euro. Mit meiner Zusatzausstattung von 14.360 käme ich dann schon auf einen Gesamtpreis von 64.500 Euro. Viel zu viel, 60.000 war mein Limit. Also habe ich einen Nachlass von fast 5.000 Euro rausgehandelt und bin jetzt bei unter 60.000 Euro. Wenn ich mir das ausrechne, sind das 7,5%. Mit weiteren Nachlässen, die ich durch Vorteile bei diesem Händler habe, sind es also an die 8%. Man darf auch nicht vergessen, manche Händler wollen noch Frachtkosten von 1.000 Euro. Das fällt bei mir auch weg. Und so habe ich einen Gesamtpreis von nur 60.000 Euro, mit dem ich wirklich zufrieden bin für diese Ausstattung.
Ja, warum kostet mein Adria-Kastenwagen trotzdem knapp 60.000 Euro? Nun, das ist dem geschuldet, dass ich mich für das Wandlerautomatikgetriebe bestellt habe. Das ist eine feine Sache, die kostet nur mal 3.000 Euro Aufpreis. Und die gab es auf Messen teilweise kostenfrei als Paket, dann gab es aber keinen sonstigen Preisnachlass. Und man kann einen Kastenwagen auch hochkonfigurieren mit entsprechender Zusatzausstattung auf 75.000 Euro. Auch da haben wir auf Messen Preisschilder gesehen, wo der Adria-Kastenwagen 75.000 Euro gekostet hat, das Supreme-Modell SLB oder SGX, nur wegen entsprechender Zusatzausstattung. Es soll Leute gegeben haben, die haben es sogar geschafft, diesen Kastenwagen auf 80.000 Euro hoch zu konfigurieren. Ja, Leute, irgendwo hört's auf. Man kriegt für 40.000 Euro ja auch schon einen Kastenwagen. Allerdings was ganz anderes als ein Adria. Man kann diese Qualität auch nicht vergleichen. Adria hat seinen Preis, Adria ist schön. Und man kriegt auch ein Wohnmobil schon für 50.000 Euro. Und mein verkauftes Wohnmobil hatte wirklich mit toller Vollausstattung auch so an die 60.000 Euro gekostet. Deswegen war 60 einfach meine persönliche Schmerzgrenze. Warum erzähle ich euch das alles? Man kann trotz des Boomes in der Branche, wo die Händler es nicht nötig haben, einem eigentlich etwas zu verkaufen, weil die Verkaufszahlen einfach nach oben schießen und das Interesse besteht einfach der Kundschaft, man kann, was ich euch sagen möchte, trotz alledem bei einem Händler noch Preisnachlässe heraushandeln. Und man sollte niemals unter 5% irgendwo unterschreiben. Handelt, sprecht, das geht nicht nur auf Messen, das geht auch bei dem Händler vor Ort. Also bei mir sind es 7,5%, fast 8% und darüber bin ich auch ganz glücklich. Aber es gibt Menschen, die haben noch mehr Preisnachlass herausgehandelt. Ich möchte euch nur vermitteln, handelt. Unterschreibt nicht einfach so und glaubt nicht, dass die Preisliste so schon eng bemessen ist. Nein, es sind immer noch genug Gewinnmargen vorhanden. Der Händler hat Ermessensspielraum. Er will natürlich was verdienen. Aber mindestens 5% sollte man einfach rausholen können. Ja, natürlich gibt es auch Kastenwagen für 40.000 Euro, aber die kann man wirklich nicht vergleichen mit einem Adria. Und wenn man einen wirklich günstigen Kastenwagen eines anderen Herstellers hochkonfiguriert, kommt man auch auf 60.000. Ein Beispiel, ich habe den Clever Wanner 636 auch mal toll gefunden, bevorzugt, wollte ich mir eigentlich bestellen. Und den kann man sogar mit allen möglichen Ausstattungen hochkonfigurieren, wie der Adria. Skyroof zum Beispiel bietet Clever an, kostet 1.000 Euro extra. Schwenkbad bietet Clever auch an, kostet 1.000 Euro extra. Das sind alles nur so Beispiele. Das ist beim Adria natürlich im Grundpreis von 50.000 alles schon drin. Wenn ich mir alles komplett hinzunehme, was ich in meinem Adria SGX habe, dann komme ich beim Clever auf einen Endpreis von 60.000 Euro. Probiert es aus. Ihr könnt auf die Website von Clever gehen. Da gibt es einen Konfigurator. Ich habe es gemacht. Ich kam auf 60.000 Euro. Deswegen ein sehr guter, ausgestatteter Kastenwagen kostet immer zwischen 50 und 60.000 Euro. Wer das gewisse Nonplusultra haben möchte, landet gerne auch mal bei 70.000, aber irgendwo ist auch mal die Schmerzgrenze erreicht. Kommen wir zum Schluss auf die Preisentwicklung. Ich habe eingangs in diesem Video ja gesagt, dass 2021 laut Gesprächen, die ich geführt habe auf Messen, der Grundpreis um etwa 3.000 Euro ansteigen wird. Selbst wenn es nur 2.000 Euro sind, das sind auch 2.000, dann kostet der SGX nackt 52.000 statt 50.000 und die optionalen Zusatzpakete könnten ja auch alle teurer werden. Die Branche boomt, die Verkaufszahlen steigen und kein Ende ist in Sicht. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein wenig aufklären und vielleicht mag der eine oder andere denken, ich bin über meine Grenze gegangen. Ich glaube aber nicht, denn die Preise sind alle öffentlich und dass ich einen Preisnachlass habe von 7,5% ist für mich auch kein Geheimnis. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, abonniert mich und freut euch auf mein nächstes Video. Da geht es wahrscheinlich um Navis. Denn mein Van, vielleicht habt ihr es gesehen in meiner Zusatzliste, hat kein Navi. Das habe ich bewusst weggelassen. Das kostet nochmal einen Tausender. Da vergleiche ich aktuell sehr viele Geräte und entscheide mich für ein Spitzenmodell, was ich auch in einem Video vielleicht vorstellen werde, warum welches Navi für den Fiat Ducato oder Citroën Jumper oder Peugeot Boxer. Bis dann!